gegen den ungeschlagenen Spanier José Luis Navarro Gómez. Unser Ringsprecher Ron Lieber wird die beiden in den Ring rufen. Meine Damen und Herren, willkommen schon zum nächsten Kampf im Super-Mittelgewicht über 8 Runden. Und als erstes am Weg zum Ring begrüßen wir aus Madrid, Spanien. Please welcome, here is José Luis El Cazador Navarro Junior. José Luis Navarro, 5 Kämpfe, 5 Siege. Er steht heute definitiv vor seiner schwersten Aufgabe. Und jetzt, meine Damen und Herren, auch für ihn war es keine weitere Anreise. Wir begrüßen aus Bielefeld, Deutschland. Please welcome, here is Dimitar Thiele. Dimitar Thiele. Der erste Kampf für ihn 2022. Über 100 Kämpfe hat er gemacht im olympischen Boxen. Ganz, ganz große Erfolge gefeiert. Absolut selbstsicher im Ring kann er heute gegen den spanischen Matador seinen 16. Sieg einfahren. Introducing first, er ist 22 Jahre jung, abgewogen mit einem Gewicht von 75,6 Kilogramm. Sein Profi-Record ist perfekt. 5 Kämpfe, 5 Siege, 5 Knockouts. Meine Damen und Herren, please welcome from Madrid, España, José Luis El Cazador Navarro Junior. In der blauen Ecke, ihm gegenüber. Er ist 27 Jahre jung, abgewogen mit einem Gewicht von 75,7 Kilogramm. Er ist ebenfalls ein Professional Perfect Record mit 15 Kämpfen, 15 Siege, 8 Knockouts. Please welcome der ehemalige deutsche Meister aus Bielefeld, Deutschland, in Weiß, jetzt Dimitar Thiele. Super Mittelgewicht, 8 Runden. Dimitar Thiele in den weiß-roten Shorts gegen José Luis Navarro. In den Jaguar-Shorts kann man sagen, der Spanier hat sich einiges vorgenommen. Junger Mann, ungeschlagen, Nummer 3 schon in Spanien. Und Dimitar Thiele, das ist ein ganz, ganz großes Talent, sagt man immer noch, weil er natürlich noch nicht in die Weltspitze vorgedrungen ist. Noch bisher erst 15 Kämpfe hat, aber wenn man seine olympische Boxkarriere mit einberechnet, dann ist das auch schon ein alter Hase und er ist natürlich der leichte Favorit, aber das ist alles andere als eine leichte Aufgabe, gegen diesen spanischen Matador hier zu bestehen. Beide zu Beginn gleich mit Kombinationen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Gefecht, das kann ich euch versprechen.
versucht hier gleich seine Führhand zu installieren. Ah, das war ein schöner Treffer von Tilev. Durch die Deckung durch. Ordnet seiner Profikarriere alles unter Dimitar Tilev. Seine ganz große Leidenschaft. Mit 10 hat er angefangen. Das Supermittelgewicht. Natürlich eine Gewichtsklasse mit extrem brutaler Qualität in der Spitze. Canelo Alvarez hat da zuletzt alle Gürtel vereinigt. Und Dimitar Tilev trifft hier mit einer wunderschönen Rechten über die Führhand drüber des Spaniers. Und etabliert sich hier so langsam im Ring. Der Mann aus Bielefeld. Immer wieder auch seine Führhand schön ins Gesicht seines Gegners. Der jetzt zwar mehr macht, aber die klareren Treffer bisher ganz klar bei Tilev. Ringrichter Goran Filipovic gibt den Kampf wieder frei. Und das ist immer gut, wenn er das schafft, mit der Rechten über die Führhand seines Gegners drüber zu schlagen, Tilev. Dann kann er die ganz brachialen Treffer hier anbringen. Und auch zum Abschluss nochmal einige gute Treffer, also die klareren Treffer ganz klar. Bei Tilev, das höhere Schlagvolumen beim Mann aus Spanien. Der aber sich doch sichtlich beeindruckt zeigt hier teilweise von den Treffern, die er hier hinnehmen muss vom Mann aus Bielefeld. Bisher noch nicht wie ein Jaguar aufgetreten. Der spanische Gast. Tilev wirkt hier bisher wie der Herr im Haus. Seconds out, seconds out. Ringfight zur zweiten Runde. Round 2. José Luis Navarro aus Spanien zuletzt mit 3 Siegen via K.O. in Runde 1. Das wird hier heute zu 100% nicht mehr passieren. Und Tilev trifft hier wieder gut. Während hier die Bielefeld-Sprechchöre angestimmt werden, in Wuppertal, wohlgemerkt in der Unihalle. Kein ganz so weiter Weg. Und das ist stark, das sind Kombinationen, die haben wir am heutigen Abend bisher kaum gesehen. 5 Schläge am Stück vom ehemaligen Bronzemedaillengewinner bei der Jugendweltmeisterschaft im olympischen Bereich. Das ist schon eine Hausnummer. Gerade Weltmeisterschaften immer exzellent besetzt. Auch bei den Profis konnte Tilev schon einen deutschen Meistertitel erringen. Aber das Ziel für ihn natürlich ganz klar international ganz oben anzugreifen. Sein spanischer Kontrahent, muss man sagen, vom Volumen her da und auch natürlich hier mit einer bisher ordentlichen Vorstellung, wird sich allerdings steigern müssen, wenn er Tilev hier bezwingen will. Wieder schöne Führhand des Bielefelders.
den auch Boxen sehr, sehr viel gelehrt hat. Aber jetzt wird er heftig getroffen vom linken Haken. Da ist er in der Offensivbewegung völlig offen. Und jetzt schauen wir mal, was sein Durchhaltevermögen zulässt. Das ist Boxen. Ein Schlag kann den Kampf komplett drehen. Und sein spanischer Kontrahent will natürlich jetzt nachsetzen wie ein wilder Stier. Tilev angeschlagen, muss die Deckung hochhalten. Und da fliegt das Handtuch. Da fliegt das Handtuch aus meiner Sicht deutlich zu früh. Da fliegt das Handtuch aus meiner Sicht deutlich zu früh. Allerdings war das ein heftiger Treffer. Ein heftiger Cut jetzt auch unter dem Auge von Tilev, der natürlich extrem enttäuscht ist. Boah, das ist natürlich schwierig. Der Cut jetzt extrem angeschwollen. Das war wahrscheinlich der Grund. Das habe ich jetzt auf den... Hat hier eigentlich den Kampf im Griff gehabt. Die deutlich klaren Treffer gesetzt. Und dann war es ein linker Haken. Einmal die rechte nicht oben gehabt. Hier sehen wir es nochmal. Hat dann wieder alles richtig gemacht, indem er die Zeit ausgenutzt hat, bis er wieder aufsteht. Nicht direkt aufgesprungen ist. Und dann war seine Deckung nicht da und der Cut scheinbar doch sehr, sehr heftig. Sonst hätte ein erfahrener Mann wie Jack Kulka das Handtuch nicht geworfen. Wirkte aus meiner Sicht erst zu früh, weil die Runde ja auch schon nahezu am Ende war. Allerdings, wenn man jetzt den extrem heftigen Cut nicht hier im Bild sieht, aber gleich nochmal bei der Siegerehrung sicher. Hier sehen wir den Sieger, Navarro aus Spanien. Für den ist das natürlich ein riesiger Sieg. Ein riesiger Sieg für ihn und man muss sagen, dieser linke Haken, exzellent getimed, perfekt gestochen. Und dann ist der Sieg halt auch verdient. Goran Filipovic wartet hier auf die Boxer und dann wird unser Ringsprecher Ronny Leber gleich den Sieger verkünden. Ist natürlich extrem bitter für Tilev. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der Sieger dieses Kampfes, the winner of this fight through technical knockout after 2 minutes and 26 seconds of the second round, der Sieger durch TKO nach 2 Minuten 26 Sekunden in der zweiten Runde aus Spanien, José Luis El Cazador Navarro Junior. Ebenso einen großen Applaus an Dimitar Tilev. Faire Geste von Tilev, der sich hier nochmal mit dem Sieger zum Foto stellt. Es kam völlig aus dem Nichts, dieser linke Haken. Bisher kein einziger Treffer, der wirklich heftige Wirkung gezeigt hat bei Tilev. Und dann ein einziger Schlag, aber das ist eben... Boxen als nächstes wartet auf uns wieder.